Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tamarin. Jetzt eben hat der Kleine so schön geschlafen. Da komme ich nicht hoch. Schade eigentlich. Oh, nee, ich will doch gar nicht nochmal. Ich will da überhaupt erstmal hochkommen. Oh, runtergerutscht. Also das Schwarz ist hier wirklich sehr schwarz, wenn man im Schwarzen herumläuft. Ja. Komme ich irgendwie nicht hoch. Gut, wo gehen wir jetzt hin? Wo könnte unser Freund der Maulwurf sein? Wahrscheinlich da oben irgendwo. Ich bin ja da hinten schon nicht weitergekommen. Also grundsätzlich sind wir ja schon alles abgelaufen. Bis zu der Möglichkeit, wo ich dachte, also da kommen wir schon mal nicht hoch. Ich speichere jetzt aber auch keinen Blätterhaufen. Ja, uns fehlt eine... Was ist das denn? Bin ich da noch nie lang gegangen? Warte mal. Das ist auch so eine Höhle. Ich sehe überall Höhlen. Ah doch, hier waren wir schon. Ah, da kann man rein. Kann man hier überall rein? Immer. Wo bin ich? Ach ja. Ah, wie cool. Ja, jetzt müssen wir eigentlich wieder hochgehen. Dann können wir hier überall hin. Alles klar. Komme ich jetzt einfach wieder hoch? Ja, sehr gut. Jetzt können wir uns die ganzen Snackies hier holen. Plup. Gut. Wie viel bringen denn die schwarzen Dinger? 50? Das zieht immer noch weiter. Oder ist das jetzt einfach ein Bug? Hä? Ich stand jetzt eben nicht 158. Jetzt bin ich aber... Hä? Muss ich da mal in der Aufnahme gucken. So, hier mal ein Loch, da mal noch ein Loch. Ach nee, da haben wir 151. Okay. Ja, jetzt haben wir hier eigentlich alles. Ich verwechsel diese Bären immer mit diesen Masken. Mit diesen roten Dingen. Ist er hier unten irgendwo, der Kleine? Nee. Herr Igel, wo sind Sie? Wir müssen den letzten Tamar... Bruder Rupa, ich werde da drüber nicht fertig. Wo ist unser Freund? Also hier sind ja schon mal keine Insekten. Ist er nur?
Garten waren wir, glaube ich, schon. Haben wir hier schon irgendwas gesammelt eigentlich? Ja, so ein Ding haben wir gesammelt. Fortsetzen. Wir brauchen so eine neue Fähigkeit. Wo ist er? Kann er sich nicht hier irgendwo verkrabbeln? Speak Spicer zu. Huiuiui. Wo ist unser Freund? Oh. Die gehen wieder im Zickzack hier. Au! Wie gemein, ich hab das noch nicht. Oh, wo gehst du hin? Ich habe genug Knete, um mir sowas zu kaufen. Au. Da kann man rein. Oder? Hä? Doch. Ach so, das ist das hier. Hm.
Kleine. Seit wann ist denn das hier? Ach, wir sind woanders. Ja, wir sind woanders. Ja, cool. Ist hier jetzt irgendwo unser kleiner... Wir sind überhaupt nicht woanders, oder? Bevor wir da hochgehen, will ich erstmal hier gucken. Ja, was steht denn da drauf? Eiderspitze Lindjanfjord. Fjord. Igelchen, wo bist du? Raus da. Au. Da unten waren wir. Ah, das können wir bestimmt auch hier unten hin, oder? War das hier? Ja. Sehr gut. So, jetzt gehen wir wieder hoch. Das ist schon mal falsch. Hä? Ich bin hier jetzt hochgekommen. Ach, die Wand. Geht's lang? Wir gehen jetzt mal schnell wieder hier vor. Nee, hier gab's nur Früchtis. Ach, guck mal da, jetzt sind wir hier oben. Wer hätte das gedacht? Nee, hier sieht es nicht so aus, als ob da hier irgendwo der Igel ist. Wir gehen mal auf der anderen Seite ein Stückchen hoch. Ach ja, da oben können wir auch speichern, ganz oben. Hier waren wir noch nicht. Kommen wir so hoch? Nee. Warte mal hier. Nee. Okay, da müssen wir jetzt ein bisschen Geschick beweisen. Und da unten lang gehen. Boah, ist das fies. Oh. Oh, da ist er, na endlich. Da oben ist ein Erdhaufen. Hübsche Aussicht hier oben. Fast schwindelerregend schön. Aber warum kann ich den jüngsten von euch nicht sehen, den süßen kleinen Baby-Tamarin? Ich fürchte, er befindet sich an einem dunklen und trostlosen Ort. Er muss irgendwo da draußen sein. Vielleicht kann ich einige Türen für dich öffnen und deine Suche auszuweiten. Wenn du nur ein paar rote Johannisbeeren hättest. Du hast den Torschalter aktiviert. Überraschenderweise öffnet dieser Schalter Tore.
Schau mal hier drüben nach. Lieber Kaiser Tamarin, hier beginnt deine eigentliche Reise. Denn du solltest nun die höchsten Gipfel erklimmen und die tiefsten Tiefen vordringen, um die zu finden, die dir am liebsten sind. Ich habe zwei Dinge zu sagen. Nummer eins, der Berg dort drüben. Das ist die Aja-Spitze. Du solltest nun in der Lage sein, hochzuklettern, bis ganz nach oben. Nummer zwei, ich bin nur ein winziger Igel. Ich bin kein Gegner für die geballte Intelligenz des gesamten Insektenkönigreichs. Aber das macht nichts, denn ich habe festgestellt, dass wir nicht allein sind. Auf dem Gipfel des Berges wirst du einen mysteriösen Stein finden, in den ein Symbol eingraviert ist. Die Glühwürmchen haben mir geholfen, das zu sehen, was ich nicht sehen konnte. Nicht alle Insekten sind darauf bedacht, einfach nur jede Ressource zu erschöpfen. Glühwürmchen sind Insekten, die damit begonnen haben, ihre Energien zu nutzen, um einen anderen Weg zu finden. Sie tanzen und leuchten mit anderen Lebewesen. Sobald du dich mit genügend Glühwürmchen verbunden hast und sie auf dem Gipfel des Berges zusammengebracht hast, wird sich ein neuer Weg für dich eröffnen. Das ist ja interessant. Okay. Wo er hinkommt. Ach, wir sind jetzt hier. Aua. Hör mal auf damit, du Blödi. Was ist eigentlich von mir? Ach, hier sind wir jetzt. Nö, hier will ich nicht sein. Null von 15, das ist auch nicht viel. Okay, das haben wir jetzt gemacht. Gehen wir mal hier runter und hoffen, dass wir nicht sterben. Oh, fast. So, ich würde gerne erstmal speichern. Au! So. Ich sollte nun... Wo war das denn? Ich war doch jetzt eben schon wieder wo ich nicht weiterkam, weil das Vieh auf die andere Seite gerollt. Ach, das war bei den Spinnen. Ist ja eigentlich sowas wie Vogelhäuschen? Wo ging es denn da lang? Muss doch mal schnell hier hoch.
Yay! No. Bin ein bisschen zu draufgängerisch, glaube ich. Wir könnten auch da unten lang, aber ich weiß noch nicht ganz genau. Okay, also hier kommen wir schon mal nicht hoch. Müssen wir noch da unten lang? Hilfe! Nein! Sowas kommt an sowas, ne? Uiuiui. Das Abenteuer fängt dann erst richtig an. Wir versuchen es mal ohne. Tschüss, Vögelchen. Komm, wir gehen einfach. Hey! Hey, wieso ist er nicht gesprungen? Gott. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.